einer. Ah. Und dahinter steht noch einer. Ah. Und ich würde mich nicht wundern, wenn da hinten noch einer steht. Warte mal, dann versuche ich erstmal den einen hier zu kriegen. Oh. Scheiße. Ah, oh, Gott sei Dank. Oh, 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 oh. Roll doch mal weg. Danke. Stimmt, das Rollen gibt es ja auch noch, das vergesse ich mal. Da ist aber noch ein Bogenschütze. Ja, diese Pika, die sind fies, ne? Da oben steht er. Auf der Mauer. Ach da. Das können wir sogar hoch, sehen, ne? Da können wir sogar hochklettern. Ja. Ich würde sagen, die Leiter lasse ich mal eben Leiter sein. Was haben wir hier? Was zum Runterfallen. Okay. Das ist... Nee, hätte ja auch sein können, dass da irgendwas ist, wo man hin kann. Ja. Wer hat denn ja jetzt geschossen? Ja, der Typ da oben. Nee, das ist kein Bogenschütze. Ach so. Dann ist irgendwo anders noch ein Bogenschütze. Ey, du Arsch, komm her! Hallo! Kommt da nicht runter. Hey! Auch als was leck mich doch am Arsch. Muss man eben. Bist du so blind oder siehst du die wirklich erst so spät? Den habe ich nicht gesehen. Ist ja nicht zu fassen. Ja, du als Spieler siehst du nicht so viel wie als Zuschauer. Ich muss weg. Alter, was war das? Das war auf jeden Fall. Aufpassen. Das. Der hängt fest. Oh. Noch fliegt das Vieh. Ja, frag dich nur, wie lange noch. Mach das Ding da weg. Mann. Das könnte jetzt dein Boss sein. Der lebt sogar noch. So. Ich bin da direkt wieder runtergesprungen, als ich das Vieh gesehen habe. Ich bin so ein Schisser. Na gut. Arschloch. Haha. Boah. Ah. Drecksack. Au, 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 au. Hast du das mitgekriegt? Wenn er uns haut, wir hören uns an wie, wie ein Kerl. Ja. Vielleicht hätten wir das doch noch ändern können mit der Stimme und sowas alles. In den ganzen extra Einstellungen, die wir übersprungen haben. Hätte. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. So. Ich höre mich ja auch nicht wirklich an wie eine Frau. Nee, du bist mein ganz privates Reibeisen. Nee. Mit deiner Reibeisenstimme. Ach du Scheiße, wie groß ist denn das hier? Ja. Und da kannst du nicht mal rüberspringen. Nee, irgendwie nicht. Haben wir hier noch? Da steht noch einer. Den habe ich vorhin auch nicht gesehen. Nimmst du am besten die Treppe. Ja, nehme ich auch. Nicht unnötig irgendwie Schaden riskieren. Hallo. Kika. Arschloch! Komm schon. Den haben wir wenigstens schon mal wieder weg. Ja, dann rollen wir da durch in eine Lawine. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, damit haben wir das alles weg. Ecken und Nischen sind da keine mehr, ne? Bevor ich irgendwo runtergehe, erstmal gucken. Wir sehen nicht so viel. Da sind auf jeden Fall schon wieder Blutflecken. Das ist nicht beruhigend. Das beruhigt mich nicht. Da ist was. Grüne Blüte. Die grüne Blüte hatten wir doch schon mal gehabt, oder? Da steht was. Moment, die grüne Blüte, was war das? Was hat das? Ne, grünes Moos. Grüne Blüte erhöht vorübergehend Ausdauer regeneriert. Achso, okay. Mhm. Wo steht was, hast du gesagt? Da hinten. Achso, ich dachte, du meinst irgendwo was geschrieben oder so. Da ist nix. Warum sieht das aus wie eine Falle? Hm. Ist das ein Gegner?
Mhm. Wer kennt das so schlecht? Ne, das ist kein Gegner. Oh. Okay. Haben wir das auch schon mal weg? Das noch weg. Was sagst du denn? Sprechen. Hello there. Traveling all alone in these treacherous times. Well, I hope you have a very good reason. Oh, hogwash. Who am I to judge? My name is Pate. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Mm-hmm. Oh yes, you be cautious if you go any farther. There's treasure in there for certain, but the entrance locks from behind. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. I was with this warrior, you see, and he insisted that he go inside first. The rather brusque fellow tried to swipe the loot for himself, but it trapped him inside. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. Das heißt, wenn wir hier weitergehen, geht das Tor zu. Mhm. Zumindest habe ich das jetzt so verstanden, außer durch seine Ausführungen. I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. Okay, sagt er nochmal dasselbe? I'll leave this one. Ja. Gut. Dann da noch nicht durch. Man merkt schon, wie der Mut wieder aus dem Arsch sprüht. Ja. Oh. Das war wirklich eine Falle. Ja. Arschloch. Ach du Scheiße. Lass mich. Und da kommt noch ein dritter. Ach du Scheiße, wollt ihr mich denn verarschen? Hast du doch nicht immer so lange. Hau drauf. Ja, ich muss halt erstmal blocken. Hier sitze ich gerade nicht so gut. Oder? Hoppala. So, einer ist weg. Heilige Scheiße. Aua. Wieder einer weg. Komm schon. Aha. Puh. Höhlensoldatenrüstung. Alles mitnehmen. Höhlensoldatenhelm. So, jetzt ist die Frage, wenn ich hier jetzt reingehe, ist Falle geht schon das ausgelöst? Ja, ich weiß nicht, ich glaube eher, das waren die Typen, die das aktiviert haben, verstehst du? Dass die drei, die da jetzt rausgekommen sind, die Fallen geschossen haben. Ist auf jeden Fall einer gestorben, wahrscheinlich an den drei Fritzen. Benutzen. Aha, cool. Mhm. Oh. Wolltest du dich erstmal deine Sachen da oben einsammeln? Ja. Meine Fresse, hier gibt's schon wieder so viele Wege. Das ist unglaublich. Großer Seelenpfeil. Moment, was ist das denn? Ne, da nicht. Ein großer Seelenpfeil. Ob das ein Zauber ist? Könnte sein. Oh, wir haben einen Ring. Den können wir gleich nochmal anziehen. Jo, großer Seelenpfeil ist ein Zauber. Was braucht man dafür überhaupt? Zauberei 1. Hm. Intelligenz 14. Ich weiß nicht, ob das, ist das Intelligenz ist. Das sieht eher für mich aus wie ein Totenkopf. Ach, was der Geier. Ist ja auch nicht so schlimm. Was kann denn der Ring? Gucken wir mal eben, was der Ring kann. Eidring für Apostel des Blauen. Dies ist der Ring des Eides des Blauen Pfades. Er erhöht die TP leicht. Der Blaue Pfad ist keine vollständige Religion. Er ist ein demütiges Gebet, das sich auf natürliche Weise unter denen verbreitet, die Hilfe suchen. Wenn Apostel des Blauen von dunklen Geistern heimgesucht werden, können sie auf Unterstützung von Meistern anderer Welten hoffen. Das heißt also, wenn du den Ring trägst und in Schwierigkeiten kommst, könnte es sein, dass da irgendjemand kommt zur Hilfe.
um dir zu helfen dann. Was könnte sein? Moment. Die ziehen wir einfach mal an, weil Steigerung von TP ist immer gut. Ja. So, das ist auch noch was. Große Seele eines verlassenen Untoten, blauer Holzschild. Na, da bin ich ja begeistert. Jetzt gucke ich mal eben noch da, bevor ich irgendwo runtergehe. Ja. Wow, 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 wow. Nett. Da ist auch noch eine. Ich glaube, das Spiel ist doch ein bisschen hinterlistiger wie der erste Teil, wa? Das kannst du aber laut sagen. Was ist das hier? Wow. Ist das so beschissen? Ah, was ist das hier? Das ist so blöd. Ach komm, leck mich doch am Sack. Was? Ach, der blockt sogar. Scheiße. Lass mich in Ruhe, Ich habe keine Zeit für dich. Scheiße, der blockt. Ja, dann... Was mach ich denn da? Dort war's ein... Aua. Ja, das hättest du nicht machen sollen. Mir den Rücken zuwenden. Au, 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 au. Na komm. Einmal drop. Hat sich gerade die Kiste bewegt? Ja. Der hing da, glaube ich, dran fest. Achso, ich habe schon gedacht, da sitzt einer in der Kiste drin und springt da rum. Hier ist aber auch irgendwo was. Oh. Ja. Das sieht irgendwie... Das ist ein Baum. Ich wollte sagen, sieht komisch aus. Vor allen Dingen, weil hier auch ein Blutfleck ist. Ah, guck an. Eines untoten Seele. Aber sonst scheint hier nichts zu sein. Puh, würde ich sagen, hier hoch, wa? Ja. Gucken wir, ob wenn wir von hier oben die zwei mit den komischen... die zwei da hinten platt hauen können. Mhm. Da ist auf jeden Fall einer, der mit der Armbrust... Ach, der schießt mit der Armbrust auf die zwei. Mhm. Darunter geht es auf jeden Fall auch noch. Du Scheiße, hier gibt es so viele Wege. Ich würde aber sagen, wir bleiben jetzt erstmal hier, weil wenn wir da runterspringen, kommen wir nicht mehr hoch. Ja. So, das können wir aufsammeln. Eine leichte Armbrust. Mhm. Und wir haben jetzt schon so viele Seelen. Ich habe ein bisschen... Ich habe ein bisschen Stress davor, falls sie weg sind. Tja. Weil das ist ja doch schon ein ganz schöner Weg. Hm. Achso, ich wollte schon sagen, die Fackel habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte schon, da wäre eine unsichtbare Wand. Oh. Die habe ich echt nicht gesehen, weil ich da direkt vorstand. Mit der Kamera. Also, so. So. Und sieht man sie trotzdem. So. So sehe ich sie nicht. Das Beinchen unten vielleicht, aber da habe ich ja nicht drauf geachtet. Da steht der eine. Ich glaube... Machen wir es erstmal so. Noch eine Fackel, sehr schön. Jetzt haben wir schon 10 Minuten Fackeln, ne? Ei, auf, auf! So. Noch einer! Mit dem habe ich, mit dem dritten habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, oh. Puh.
Oh. Oh. Gut. Kissen machen mir Angst. Kettenbrecher, Infanteriehelm. Boah, wir haben so viele Waffen, da müssen wir nachher erstmal durchgucken, ey. Oh, und ich ahne gerade Schreckliches, dass wir hier runterspringen müssen. Oder gab es hier wieder einen Weg zurück? Anscheinend nicht, aber wie sind die da hochgekommen? Ja, einfach nur, um uns zu ärgern. Oh. Na denn. Open top. Oh, das war ja... Das war ja easy. Ah. Ich glaube nicht, dass der so easy wird. Ich auch irgendwie, ne? Hallo? Der läuft einfach mal durch. Heilige Scheiße. Er hat einen Panzer auf dem Rücken. Ja. Da kriegst du, glaube ich, nicht so viel von. Ich muss erstmal wieder aufladen. Hast du das gesehen? Komm mal her. Der ging jetzt aber auch einigermaßen. Ich habe jetzt nur nicht gesehen, wie viel Seelen er gebracht hat. Hast du das gesehen? Gerade auf was anderes geachtet. Auf was hast du denn geachtet? Was denn mit dem Torbogen ist. So, fand ich jetzt auch nicht so schwer. Ach du rein hier, wo kommen wir denn hier hin? Da geht's auf jeden Fall nicht weiter. Auf jeden Fall ist hier wieder Licht. Ah, scheiße, ich hasse die Leute mit den hässlichen Schilden. Was war das denn? Kommt der auf einmal auf mich zugestürmt? Oh oh. Oh oh. Ich glaube, der zweite kommt auch schon. Hab's gewusst. Arsch. Ah, lass mich. Der fickt dich. Ja, ich merke das. Ich muss aber den erstmal loswerden. So, den einen sind wir schon mal los. Das ist ganz gut. Jetzt kann ich auch beruhigt den zweiten angehen. Komm schon. Arschloch. Mittlerweile müsst ihr doch wissen, dass ihr mich so nicht haschen könnt. Meine Fresse, hier gibt's Wege, das ist unglaublich. Lass mich raten, gelobt sei die Sonne? Überwältigung voraus. Naja. Doch, das ist schön. Ja, aber nie überwältigend. Doch. Ach du Heidier. Ach du Heidi, ihr Gesangsverein. Jetzt bist du überwältigt. Na super, hier ist auch noch eine Nebelwand, das ist ja... Läuft ja, besser geht's ja gar nicht. Da liegt wieder einer rum. Hey du, steh auf. Ich wusste es. Komm her, du Sau. Oha. Damit haben wir ihn auch schon mal weg. Also bisher muss ich sagen, ist noch relativ entspannt, was die Gegner angeht. Noch. Gelbes Kraut. Gerade haben wir ein grünes gehabt, ne? Mhm. Ach, gelbes Kraut haben wir auch schon. Stellt ein paar Zaubereinsätze wieder her. Ah. Okay.